dazu ja, aber mir passt ja, dass er die Hose nicht drin wird. Aber ja, ja, so irgendwie so einmal Liebling, das geht ja auch. Dann lass. Ja, muss ich so. Okay, jetzt haben wir den Stuhl von wieder O, oder? Ein bisschen davor. Hört sich das Holzschein, oder? Achso. Sie hören gerade das Mikro. Frau Weber, Sie dürfen Sie die Wahl hinstellen. Also in die Knie und irgendwie so die Hand halten und einfach drauf losreden dann. Alleine bedenkt es einfach mal. Lehrerin sucht Mann, ja. Oder Bauer sucht Frau. Also Lehrerin sucht Mann. Okay, ich würde sagen, Bühne frei für Herrn Stür. Alle Korrekturen freiwillig zu übernehmen, die im Laufe des Lehrerlebens anfallen und mir alle bösen Schüler vorzuknöpfen, die Frau Freiber haben könnte, um das häusliche Glück nicht zu stören. Aber gemacht. Ein bisschen Geschirr ist noch da für dich zum Abspülen. Und es wäre mein größter Wunsch, dass du mit mir diesen Haushalt teilst. Ich werde schrittweise mehr an dich übergeben. Und du weißt, ich ziehe mich dann gern zurück mit deinen historischen Filmen. Ein bisschen Tomatis, ein bisschen Champagne. Ich werde dich auch nicht stören, weil ich möchte nicht deswegen demütigst bitten, meine Frau zu werden. Okay. So. Jetzt spürst du gleich mal wieder herkommen, bitte. Jetzt geht's drum mehr. So. War besser. Also wir brauchen jetzt einen Applaus für den besseren Antrag. Der Stür hat es mehr so auf die schulische Art gemacht, der Herr Pazzerra, mehr auf den Haushalt bezogen. Also, wer ist dafür, dass der Herr Stür mit der Frau Färber heute nach Hause fährt? Okay, das haben wir uns gemerkt. So, dann war der Herr Pazzerra dran. Wer ist für den Herrn Pazzerra? Ich glaube, das war doch relativ eindeutig. Schätze ich wieder, strahlt der Herr Pazzerra. So, und schon haben wir ein neues Pärchen an der Schule. Sie dürfen die Braut küssen. Okay. Nur einen Applaus für den Stuhl, den wir ausprobieren. Vielen Dank. Hat es jetzt leider doch ein bisschen gezogen. Ja, schon. Folgendes. Ihr ganz, ganz schlimm Heuschnupfen. Wer von euch ist denn da dafür, dass ein Lehrer den ganzen Dreck da jetzt einfach mal wegputzt? Und wie kann man uns da besser vorstellen als den Herrn Vogel? Herr Vogel, wir haben alles dabei. Sie werden nicht dreckig. Wir brauchen dann Schürze und so.
Bühne frei für Herrn Vogel. Sie dürfen auch... Applaus! Sie, ja, genau. Herr Vogel, der hat den Beat. Mit Bezahlungen? Hast du nicht immer mal irgendwie was gegeben? Ja, vielleicht sagen der Herr Pastero hat die Frau gehabt, der müsste eigentlich schon ein bisschen so eine Ablöse zahlen. Du weißt nicht, ich würde sagen, Herr Pastero, Sie haben die Frau gewonnen, ein freiwilliger Betrag, vielleicht ist Ihnen das wert. Oh, ne. Also nicht 10 Euro, glaube ich. 10 Euro war ganz viel, nein. Und der Herr Stür, der Verlierer. Das nächste Spiel heißt Bruckners Next Top Model. So, dann brauchen wir jetzt mal die Frau Schreiner vielleicht. Die Frau Gröger. Die Frau Jobs. So, unsere hübschen Mädels von der K13. Also ihr seht schon, die haben sie ganz schön ins Zeug gelegt. Unsere Lehrerinnen, naja, nein, geil. Frau Schreiner schaut noch ein bisschen, ich glaube, die braucht noch ein bisschen Handfeuerung. Schaut noch ein bisschen verschreckt. Wo ist der Graf? Der Graf Stefan. So, okay, haben wir schon zwei. Warte, jetzt beginnen wir mit dem Band ein bisschen. Ja, Sie kennen, Frau Schreiner, Sie sagt ja aus. Ein stechendes Model auf das Haus, eine Abiturientin gegen eine Lehrerin. Ja, sucht sie wieder seine Lieblings- oder seine Kontrahentin, bitte. Frau Schreiner, Frau Gröger, Frau Köhler, wer läuft gegen wen? Okay, wir haben natürlich, wir haben, unser Motto ist sexy laufen, sexy. Das hat ja sowieso jeder drauf. Und dann würde ich sagen, die Frau Schreiner macht einfach mal einen Anfang, weil sie da steht, unsere netten Herren, geben sie oder helfen in die Bühne.